Buongiorno. Oh, ihr scheint euren schlechten Geschmack beibehalten zu wollen. Ich bin ein Glücksbär. Oh, oh. Ich bin ein Glücksbär. Ist schon besser. Mama mia. Was haben wir denn da? Eccolo! Da! Unser Foltermeister ist so gut, dass du ihm nicht nur deine, sondern auch seine und meine Geheimnisse preisgibst. Und Preise auch. Wie damals in Alba. Capito? Oh, ja. Er muss aus der Deckung kommen. Dann schlagen wir zu. Ja, zeig es ihm. Achtung, Jungs. Das ist kein Anfänger. Haltet zusammen. Zuschlagen. Du wirst nicht... Weiter so, weiter so! Oh Mann! Ich wollte nur einen ruhigen... Merke, der Schmiede... Ah, da seid ihr ja. Ist es getan? Ja, alle eure Männer sind in Stellung. Bene, bene. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Es gab wohl noch nie einen Mann im Himmel.
Alle, die Hilfe brauchen, sind hier. Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein, Freund. Kein wahrer Mann würde Unschuldige in den Straßen töten. Der Assassine ist verrückt. Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Gütiger Gott, was für Fest! Diesen Wahnsinnigen aufspüren und töten! Bestimmt der Handlanger eines Adligen. Venedig wird niemals die falschen Taten des Assassinen tolerieren. Wir müssen diesen Gesandten Satans finden und ihm das Leben ausbrennen. Zu viele sind bereits durch die Hand dieses entsetzlichen Assassinen gestorben. Mehr werden folgen, wenn ihr, gute Leute, unseren tapferen Wachen nicht hält. Hört her! Die Stadt ist gefangen in Angst, verschreckt von den fürchterlichen Taten eines Mannes. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um ihn niederzuringen. Bartolomeo braucht meine Hilfe. Muss zum Arsenale zurück. Salve, Ezio! Wollt ihr Gesellschaft? Ich bitte darum. Ihm nach! Schicht begann. Wo habe ich euch schon mal gesehen? Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch seine Hand zu fallen. Du kannst mich mal, du Hurensohn! Forza putata! Komm, Ezio! Wir müssen dieses elende Schwein aufhalten! Glaubst du, ich weiß nicht, warum du hier bist, Ezio? Aber du kommst zu spät. Du kannst... Stimmt ja, du weißt es immer noch nicht. Aber wenn Dante mit dir fertig ist, das ist egal. So. Vermisst du ihn, Ezio? Deine narrische Vater? Ich bereue nur, dass ich den Hebel nicht selbst umlegen konnte, um zu sehen, wie er und kriegt und hängt. Genug davon! Wir haben keine Zeit! Kommt zu mir! Wir müssen abreisen! Ezio, geht jetzt! Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister!
Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen. Schnell! Die wollen ohne uns ablegen. An mir kommst du nicht. Glaubst du, du kannst mich entkommen? Der arme Kleine ist auf die Nase. Unser Mann. Ora, wo habe ich euch schon mal gesehen? Ja, versuch da liegt er am Boden. Venedig gehört den Barbarigo. Und nichts, was... Bravo! Tatsache, denkt an eure Ausbildung! Jetzt runter hier! Nein, kommt uns! Da, auf ihn! Wo ist er? Laju! Packt ihn! Du... Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, du ahnst es noch. Halt ihm in den Rücken. Was ist hier passiert? Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Dogen. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypern heißt ihr Ziel. Sie wollen... Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescant in pace. Gut gemacht, Ezio. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden.